Euer Gnaden. Trete ich jetzt, ziehe den Helm ab und trete rein. Oder klopfe an, wenn nichts, wenn nicht offen ist. Ja, doch, könnt ihr dann aufmachen und ja, sie aufsuchen. Sie kommt euch dann auch entgegen. Perreine zum Gruß, wie kann ich euch helfen? Perreine zum Dank, euer Ehrwürden. Wir haben einen Schwerkranken bei uns. Und möglicherweise sind wir selbst erkrankt. Ja, dann solltet ihr euch doch am besten einmal ausziehen. Wir werden euch waschen. Sie klatscht einmal in die Hände und ein paar Orden, Schwestern und Brüder kommen dann auch herbei. Alle irgendwie in weiß oder in grün. Farbene Perine, auch dann eben sehr steril, damit man auch ja sowas wie Flecken erkennt. Und dann beginnt eine großartige Waschung. Fast ein kleines Badehaus, was es dann hier noch gibt, mit vielen Kräutern, die in der Luft sind. Und ihr alle werdet dann nach und nach endlich wieder gewaschen. Ihr habt wirklich, ja, gestunken bis zum Himmel. Und, ja, dass ihr da Krankheiten ausbrütet, überrascht hier niemanden. Der Bewusstlose wird allerdings, so wie er ist, auch gewaschen und dann festgebunden, festgekettet. Und während ihr dann noch in den Wassern sitzt und euch abbürstet, wird er dann schon auf eine Bahre gelegt und aus dem Zimmer geschafft. Ja, wir springen ein Bad für uns dabei raus, aber ihr müsst euch wirklich überall einmischen, oder? Nun, ihr könnt auch schlecht den Mann einfach jemand anderen erwürgen lassen. Dafür gibt es Stachwachen. Es war gerade keiner da, denn es ist wohl unsere Pflicht einzuschreiten. Nun, wenn ihr das sagt. Wie ist übrigens euer Name? Ich kann nicht ja schlecht tun. Ich bin Ömer Ibn Hamil, ja. Verneigt sich tief vor dir. Ömer. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, ich kenne mich in Stadt aus. Genau, ich kann helfen. So wie jetzt. Einen Wagen ganz schnell organisieren, kein Thema. Wenn ihr was braucht, fragt mich. Ich kenne die besten Händler, die besten Preise. Ich kenne die ganzen guten Orte. Wie viel kriegt ihr für den Wagen noch gleich? 2 Silber nur. Nur 2 Silber. Ja, natürlich. Sollte das nicht eigentlich selbstverständlich sein, da wir euch das Leben gerettet haben? Jetzt knauser den Mann doch nicht so an. Nun, er versucht euch auszuknausern. Er hat den Wagen ja schließlich aus eigener Tasche bezahlt. Nun, ist doch auch sein Leben, oder nicht? Ja, nein, weiß nicht. Während die anderen sich da gegenseitig angreifen, versucht Ahmad seine Muskeln anzuspannen und damit diese sterilen Telefonitorinnen anzumachen. Kannst auch immer heiß offenem Mund. Stattdessen ziehst du den Blick von Ömer auf dir. Oh, ihr seid aber ein stattlicher Mann. Möchtest du betören würfeln? Ich habe kein Betören. Ich versuche durch meine Muskelkraft zu betören. Okay, würfel mal Körperkraft. Der ist ja geboostet. Er hat 2 Punkte mehr. Findest du das nicht, weil deine Klugheit so tief ist? Ja, genau. Ja, sieht doch gut aus. Sie sind zumindest ziemlich begeistert. Du siehst wohl auch, wie sie dann stehen bleibt. Das ist wohl gerade eine ganz junge, so um die 15, 16 Jahre, wird gerade ausgebildet zur Perreinegeweihten. Und bleibt stehen, wartet dann auch sowas wie eine Anmache von dir oder irgendein Spruch, aber die fällt gerade keiner ein und du guckst sie dann mit offenem Mund an. Ich spanne meinen rechten Brustmuskel und dann meinen linken Brustmuskel immer wieder unterschiedlich an. Das ist dann meine Anmache statt einem Spruch. Ja, genau. Also sie ist ein bisschen verwundert, nickt höflich, nett und kichert dann. Du merkst dann auch, wie sie sich dann mit 2, 3 anderen sehr jungen Schülern und Schülerinnen dann in eine Ecke stellt, während sie gerade irgendwelche Lappen ausfringen und kichert und über dich redet. Ja, Ahmad steht da und schaut ihr mit halb offenem Mund hinterher. Das müssen wir nochmal üben, euer Gnaden. Was? Nichts, nicht so richtig. Ihr seid Helden, oder? Ihr seid Helden von der Seefahrt. Wir sind Seefahrer, ja. Aber Leute, euch kennen hier im Maraskan-Viertel, ihr müsst Helden sein. Wir haben die ein oder andere Dämonenarche getötet. Guter Ruf 1. Könnte sein, dass du sie kennst, Ömer. Vielleicht werden sie sich vorgestellt im Namen. Richtig. Ich trage mein Wappen auf der Brust, ich muss mich nicht vorstellen. Du bist nackt, oder? Jetzt gerade? Nein, ich hab's eintätowiert, weißt du? Achso. steht Schnatterwurf forever drauf.
Man erkennt an den Unarten vielleicht, dass immer irgendwo von der Straße kommen muss, weil wenn irgendwie die Nase läuft, er nimmt kein Nasentuch, wird einfach hochgezogen und runtergeschluckt. Oder rotzt in das Becken, in dem wir gerade treiben. Ja, genau. Seid ihr von hier aus? Kommt schon, wenn ihr euch auskennt. Ja. Einheimischer. Ich kenne mich aus. Soll ich euch führen? Braucht ihr was? Eldan, wie hoch ist deine Eitelkeit? 7. Alles um 7 erschwert. Zulami! Ich glaube, das ist nicht so der gute Ton, wo Eldan her ist, dass man an Wasser spuckt. Ich hoffe, so? Das ist nirgendwo der gute Ton. Ich weiß nicht, bei uns zu Hause badet man nicht so oft. Ja. Ich war doch auch im letzten Monat erst baden. Ja, der Reinigeweihte sagt das zwar immer noch, dass Krankheiten vorbeugt angeblich, aber er hatte Zeit für sowas. Ich schau dich mal an, wann werden wir eigentlich endlich bezahlt? Sobald wir das Geld von Störrebrand geholt haben. Manche von uns sind nämlich schon seit mehreren Wochen ohne Geld unterwegs. Ja, ich habe euch gesagt. Auf See, oder nicht? Macht es ja erträglich. Abgesehen davon habe ich euch gesagt, dass ihr bezahlt werdet, wenn ihr die Woche überlebt. Ja, sie ist ja überlebt. Entsprechend werdet ihr jetzt auch bezahlt. Ich steig mal aus dem Becken raus und greife mir meine dreckigen Klamotten und wurde trotzdem nackt irgendwie in Richtung Hinterzimmer verschwinden, mal diese Geweihte suchen, Tyria Saat fest. Kannst du tun. Die wird da auch gerade stehen mit den Schülerinnen, die wohl gerade verschwunden sind und unterweist sie gerade, wie die auszudrücken sind. Ich würde mit den Klamotten halt, muss man eine Blöße bedecken und sagt Tyria, euer Gnaden, Saat fest. Was hatte dieser Mann? Das müssen wir noch untersuchen, allerdings die schwarzen Flecken. Es sieht wohl ganz, ganz stark nach schwarzer Wut aus. Vielleicht eine der verschiedenen Ausbrüche der Charybdidensee. Mhm. Kam sowas in letzter Zeit öfters vor? Das letzte Mal, dass ich davon gehört habe, ist wohl, dass es in. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war nicht Mendena, es war Mengvilla. Ich glaube, da haben sie vor 10 Jahren auf einem der Schiffe so einen Ausbruch gehabt und sie haben dann 2 ganze Schiffe eingeäschert, anstatt dass sie sich darum richtig gekümmert haben. Vielleicht sollten wir uns um dieses Schiff kümmern, mit dem dieser Seemann ankam. Es lag am Hafenkai, soweit ich mich erinnere. Das müsste auf alle Fälle getan werden. Ich vermute, er ist nicht alleine zur See gefahren, dann wird es sicherlich noch andere hier geben. Und diese Krankheit kenne ich nur aus dem Lehrbuch, hoch ansteckend. Wirklich viele Fälle gab es davon eigentlich noch nicht, zumindest nicht in Kunchum und auch nicht in den Thulamidenlanden. Wer ist für, wie nennt man das, ein solchen Protokoll zuständig in dieser Stadt? Das bin wohl ich. Also verständigt ihr die Stadtwache und gebt ihnen preis, was wir erfahren haben über dieses Schiff. Sie ja nicht erfahren haben bis jetzt. Das werde ich dann auf alle Fälle tun. Ich muss einmal recherchieren. Weiß nicht genau, ob der Matrose ansprechbar ist, wenn er irgendwann wach wird oder ob er wieder ausrastet. Aber wenn ich den Namen des Schiffes erfahren kann, dann wird es eigentlich zählt jetzt jede Sekunde. Frag doch Ömer hieß er, glaube ich. Dieser Thulamida. Er müsste dieses Schiff kennen. Ob er den Namen des Schiffes kennt. Er müsste ihn kennen. Ja, dann werde ich das tun. Worauf müssen wir achten bei dieser Krankheit, wenn sie bei uns akut ist? Nun, so wie ich das jetzt gelesen habe, ich habe noch einmal die Berichte hier. Sie schaut in ein großes Buch, ein Herbarium. 4 bis 5 Tage, 3 Tage kann man quasi gar nichts feststellen. Dann bildet sich eine schuppige, schwarze Flechte auf deiner Haut, auf eurer Haut und nun ja, dann man plagt über Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Fieber und dann beginnt es, dass man nun ja das Bewusstsein verliert, aber der Körper bleibt weiterhin aktiv und bekämpft nicht nur den Körper, sich selbst, sondern auch alles andere in seiner Umgebung.
Und gibt es ein Heilmittel dagegen? Eine Pflanze, ein Elixier? Das muss ich noch einmal recherchieren. Die Berichte, die ich hier habe, wie gesagt, in Mengbilla hat man das gar nicht so weit kommen lassen, sondern diese beiden Schiffe ausgeräuchert, aber es wird wohl in vielen Fällen wird man wohl auch in diesen Fesseln sterben, aufgrund des Tobsuchtsanfalls, Schwäche. Da muss ich noch einmal genauer recherchieren. Die Kürze der Zeit lässt mir diesbezüglich noch wenig. Habt ihr euch dann fertig geschrubbt? Es kann sein, dass ihr euch ebenso infiziert habt. Ich hoffe ja, dieser Thulamida spuckt in unser Badewasser. Und na, ich zog's vor, aus diesem Badewasser zu steigen. Das heißt, ihr etwas Spucke ist doch nicht giftig. Setzt euch wieder rein ins Wasser und... Es ist widerlich. Ja, kund ich ja mal Eigenarten. Vielleicht ist er sieht sehr dreckig aus, hat wohl auch lange nicht gebadet, aber bei aller Höflichkeit, ihr stinkt genauso bestialisch. Gibt es hier kein Badehaus? Natürlich gibt es hier ein Badehaus, aber ich habe hier ein Terbonitenspital. Sehe ich aus wie ein rein mit euch ins Wasser? Es geht hier nicht darum, dass ihr gut riecht und gut schnuppert, sondern dass ihr euch von dieser schwarzen Wut... Ihr seid doch Magister. Ihr seid doch von Hesintes Gaben beschenkt worden, oder nicht? Rein mit euch ins Wasser. Niedergeschlagen, weil wenn ich mich zurück zu dieser Brühe. Ja, du siehst wohl auch gerade, wie zwischen oder genau vor Ömer so ein ekliger, widerlicher Schreimblocken im Wasser treibt. Den schiebe ich ganz vorsichtig weg und steige langsam indigniert in dieses dreckige Wasser wieder hinein. Moment, den nehme ich. Und dann siehst du, wie immer diesen Schleimbrocken sozusagen so ein bisschen zu sich im Wasser heranzieht und dann unter Wasser zieht, sodass er irgendwo jetzt wohl ist. So, schon weg. Ach, Achmed würde übrigens, während die Tür offen ist, den Frauen da im Badesalon zuwinken. Grinsen. Ja, die Rauschgurke wirkt immer noch. Ja, was tun die anderen? Kiaras, Yalan? Erstmal fertig waschen. Ja, definitiv. Feststellen, dass wir keine Ersatzkleidung haben und erstmal die unwassergetränkten Fetzen wieder anziehen. Die werden verbrannt. Okay. Restlos. Alles, was ihr dabei hattet, wird verbrannt. Mein Catlin? Alles wird verbrannt. Wie? Das kann man nicht verbrennen. Alles wird verbrannt. Also da wird mein Crewhead aber wieder eingestellt. Wenn ich mir ins Gesicht hauen muss. Ich verbrenne doch jetzt nicht mein Wappenrohr. Also ich lass mir irgendwie einen Eimer geben mit heißem Wasser und fange an, meine Rüstung zu waschen. Genau das gleiche mache ich dann auch. Und dann wird poliert. Wenn ich informiert habe, dass Jalan das macht, mache ich das auch. Wenn wir schon hier sind, da ist jede Menge Rost dran, der muss rauspoliert werden. Ich will doch irgendwie Sätze an, nach Myria zu rufen, da fällt mir einer her. Dann geht's los. Ich würde mal so eine Schülerin ranwinken. Ja, der kommt. Übernimmt einfach seine dreckigen Klamotten. Schaut euch zu und zieht die einfach an wieder und steigt damit wieder dann in den Badezimmer. Die werden verbrannt. Hast du nicht zugehört? Ja, also Stoffkleidung wird wirklich verbrannt und dann die Rüstungsteile, auch wenn sie rostig sind oder so, werden dann, ich weiß nicht, kurz übers Feuer gehalten und dann kann man sie, nachdem sie kurz über dem Feuer waren, kann man sie dann wieder rausholen. Gruß. Ich habe ja ihre Rüstung, die kann man ins Feuer halten, das ist kein Problem. Aber die wollen meinen Wappenrock verbrennen, ja? Ja. Ganz klare Ansage. Feuerfest, also von daher, ich hab nichts dagegen. Also mit Klugheit 8 halte ich den einfach fest und lass den nicht los. Das soll niemand versuchen, den mitzunehmen. Was machen die, während du im Wasser bist? Ja, dann halte ich den halt im Wasser fest. Ich hab Klugheit 8. Vielleicht kriegst du ja einen Druck, wenn du Klugheit 8 hast. Jetzt lass das endlich los, es muss verbrannt werden. Ja, ich mag meinen Wappenrock auch, es hilft nichts. Kannst du dir im Feuersturmtempel einen neuen holen? Wird verbrannt. Wir lassen euch morgen einen schönen Schneider. Ich kenne einen guten Schneider. Sag mir, dass die Terbonitenfrau den mir da neu holen kann. Okay. Ja. Okay. Ja, Achmed, geht los. Nackt. Ja. Müssen wir den wieder mitnehmen oder können wir ihn hier lassen? Euer Gnaden Sattfest, habt ihr vielleicht etwas zum Überwerfen? Ja, natürlich haben wir etwas zum Überwerfen. Sie sucht so ein bisschen in der Truhe und gibt euch dann nach und nach sehr weiße Klamotten, die ihr euch dann überwerfen könnt. Die sind, ungefärbt und sehr kratziges Leinen. Ein Büßergewand, vielen Dank.
Haben die jetzt im Ernst mein Konventsgewand verbrannt? Das war doch sowieso schon zerschlissen bis zum Gehtnicht mehr. Aber ich meine, jetzt habe ich keinen du hast gar nichts mehr. Das eine ist kaputt und das andere ist verbrannt. Ach du Scheiße. Ich kenne einen Schneider irgendwo unten Richtung Hafen. Wir gehen da morgen alle zusammen hin. Wir haben jetzt auch alle genügend Gehalt bekommen. Noch nicht. Wir müssen so bei Störrenbrand auflaufen. Wir müssen auch vielleicht den Geweihten im Effa-Tempel abgeben. Ja, jedenfalls, euer Ehrwürden, ich nehme an, ihr, es wäre richtig, euch eine Entschädigung zu zahlen für die Ersatzgewänder. Die werden mit Spenden über den Termoniten, über das Termonitkloster zur Verfügung gestellt. Dafür brauchen wir ja auch Spenden, damit sich sowas eben finanziert. Und wenn Menschen wie ihr in Not seid, dann kann man darüber eben alles, finanzieren. Natürlich. Er wollte damit sagen, er möchte gerne spenden. Natürlich, wenn ihr eine Spende da lassen wollt, dann wäre das möglich, aber ihr müsst diese Kleidung nicht bezahlen. Wo ist übrigens euer Geweihter hin? Gerade war er noch hier. Ahmad? Die Tür steht vermutlich noch offen. Tür steht offen, hat er nicht aufgemacht, zugemacht. Der ist zur Tür raus, hoher Herr. Euer Gnaden ist zur Tür raus. Ach, der findet schon wieder nach Hause. Währenddessen auf der Brücke vom grünen Manadi kommen zwei Stadtwachen Ahmad entgegen und stellen sich ihm in den Weg. Na Junge, wo willst du denn hin? Feuersturmtempel. Aha. Und warum? Warum bist du nackt? Waschen. Du willst dich im Feuersturmtempel waschen? Nee. Da will ich einen Wappenrock. Aha. Bist du ein Ingrim-Geweihter oder wie? Nee. Rondra. Aha, na klar, du bist Rondra-Geweihter und deswegen läufst du nackt rum, weil du einen neuen Wappenrock brauchst. Ding, ding, ding! Und ich zeig mal mit dem Finger auf ihn. Mitten ins Gesicht. Also so, dass er schon sehr privat wirkt. Ja, er haut so ein bisschen, wie man so eine Fliege verscheucht, deinen Finger weg. Au! Alles klar, Junge, mitkomm. Wir bringen dich hier in den Feuersturmtempel. Du weißt ja, wo der ist, ne? Komm mal mit, wir führen dich dahin. Okay, danke. Musst aufpassen, Mann, der kann gefährlich sein. Ehrlich? Nee, das sagt er zu seinem anderen Kumpel und Kumpan und du siehst dann wohl, wie du wieder über die Brücke zurückgeführt wirst, gehst eine staubige Straße entlang, viele, viele Händler, die hier auch stehen, die dann eben auch, ja, meistens Waren anbieten, dir in diesem Fall allerdings nicht, du wirst da sehr in Ruhe gelassen. Und ich wink allen gut aussehenden Frauen zu. Und das kann dir gelingen. Ja, der Tag, beziehungsweise die nächsten paar Stunden kannst du auf alle Fälle in einer Zelle an der Hafengarnison verbringen. Da könnte ich die anderen wieder abholen. Das ist allerdings eine andere Geschichte, die wir uns beim nächsten Mal anhören.